Die Gamescom 2013 bei QSO4UTV wird dir präsentiert von Schmidt-Bauer Werbung, dem Spezialisten für Grafik, Mediadesign und Beschriftungen aller Art. Mehr Informationen unter www.schmidtbauer-werbung.de. Und hallo, direkt vor dem Stand von Call of Duty Ghosts. Seht ihr schon im schönen Hintergrund. Genau, wir waren heute Morgen schon drin, haben halt so ein bisschen mal das Ganze miterlebt, haben wir versucht, ein bisschen das zu machen. Das Problem ist, wir durften nicht drin filmen. Einmal natürlich, weil das natürlich Activision auf keinen Fall will. Das Spiel kommt erst noch raus und außerdem auch wegen den YouTube-Richtlinien. Es hätte uns eh nichts gebracht, weil nur so Zuschauer über 18 hätten das Ganze schauen können und das wäre dann auch schade gewesen. Genau. Wie gesagt, direkt vor dem Stand hier und ich würde sagen, wir erzählen mal so ein bisschen, wie das heute Morgen so war. Ja, wir waren ja heute früh ziemlich die Ersten, die hier waren. Der Ansturm war natürlich nach der offiziellen Eröffnung der Gamescom für alle Besucher ziemlich hoch. Es war ziemlicher Personendruck von hinten da, ja. Aber Gott sei Dank waren wir drin. Wir waren drin mit und ja, so ziemlich unter den ersten 500. Für Pressebesucher gibt es allerdings kein Prestige Pack, oder wie das auch heißt, diese Platin Box. Gibt es leider nicht für uns. Finde ich etwas schade, deswegen waren wir eigentlich hier. Wir konnten aber mal das Spiel anzocken, beziehungsweise mussten das Spiel anzocken. Und ja, man wurde ziemlich durchgetrieben von den Securities. Hier stand Ausweis vorzeigen. Da musste man nochmal extra einen Personalausweis vorzeigen, dass man auch wirklich schon 18 war. Ja, und dann wurde man da durchgetrieben. Man wurde immer so in, ja, je nachdem, wie viele Plätze gerade eben frei waren, musste man da eben ja reingehen und es wurden auch nie mehr Personen reingelassen, ja. Ja, wir waren da eben drin, haben das mal auf der Xbox angezockt, weil eben für PC überhaupt nichts frei war für uns. Und das Spiel an sich, wenn ich da mal was erzählen darf, ist an sich aufgebaut wie Call of Duty Black Ops 2. Vom Spieldesign her haargenauso, nur die Auflösung wurde verbessert. An sich lässt es sich genauso spielen wie Black Ops 2. Ein paar Neuerungen sind eben diese exklusiv auf der Gamescom erhältlichen Maps, die sich eben dynamisch generieren. Ja genau, also wie gesagt, kann ich hier nur hinzufügen das Ganze. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es gibt zwei, also neuen Modis, dieser Squad-Mode. Man kann eben dann auch
einen Squad erstellen, also seinen eigenen Spieler. Das heißt, man erstellt keinen Charakter, also einfach nur Name, sondern man erstellt einen eigenen Soldaten quasi. Und den kann man halt dann individuell anpassen. Da gibt es dann wieder so Freischalt-Tokens wie den anderen COD-Teilen und kann den halt individuell gestalten, wie man den halt will, und baut sich damit sein eigenes Squad aus, glaube ich, 8 Leuten maximal auf. Und der Witz ist, man kann entweder offline in einem Squad-Mode damit spielen, das heißt, man selbst und die anderen Squads, Squad-Mitglieder, die man hat, sind dann KI, werden gesteuert, sind sehr intelligent geworden, also das ist sehr gut umgesetzt worden. Oder man spielt natürlich gegen andere Spieler, also man kann entweder auch mit das Freunde seinen Squad spielen, das ist eigentlich ziemlich cool. Und was auch noch ein ziemlich cooler neuer Game-Mode ist, ist einmal Cranked. Das heißt, sobald man einen Abschuss erlangt, bekommt man für 30 Sekunden Speed, und je mehr Abschuss du erlangst, desto schneller wirst du auch. Sobald der Timer abgelaufen ist, explodiert man halt. Aber es ist auch noch eine ganz lustige und relativ schnelle Version von dem Game. Und ja, man muss generell sagen, das Spiel ist ziemlich schnell, die anderen COD-Teile eigentlich auch. Es ist einiges gemacht worden, also Grafik hat sich schon verbessert. Natürlich, es kommt nicht an die Battlefield-Serie von EA ran, aber das ist auch was ganz anderes einfach, und die meisten spielen COD einfach wegen Gameplay. Es macht schon Spaß, die Grafik ist wirklich gut, Gameplay ist auch recht gut, aber wie gesagt, da ist es ja immer diese Streitigkeit, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein, weil das muss jeder für sich entscheiden. Aber prinzipiell eigentlich ein Spiel schon fun gemacht. Ich fand es halt schade, wir haben es auf der Xbox zocken können, das war halt ein bisschen blöd, weil ich bin jetzt kein Consolero und konnte deswegen nicht so wirklich reinfinden in das ganze Gameplay. Aber prinzipiell eigentlich ein gutes Game, und wie gesagt, also in Zukunft wahrscheinlich noch weitere Videos drüber machen und einfach mal ein bisschen über das zeigen. Genau, und das war jetzt einfach so kurz mal unser Eindruck hier. Im Hintergrund seht ihr noch ganz groß hier die ganze, den ganzen Stand von Activision, der ist ja riesengroß. Der nimmt einmal komplett so eine Hallenbreite ein und geht noch hinter. Und wie gesagt, ja, heute Morgen standen wir noch ewig an, also wir waren ja viel früher da als die anderen. Und es waren 2 Schlangen, die eine ging noch um die Ecke, es waren bestimmt so 100 Meter eine Schlange auf der einen Seite. Und wie dann die offiziellen Besucher kamen, wurde es dann echt eng. Also da wurde dann geschoben und gedrückt und gedrängelt. Und die Security musste echt oft einschreiten. Aber wie gesagt, das haben wir dann doch ganz gut gehandelt. Und wie gesagt, schade um die Prestige Edition, aber man kann nicht alles haben. Servus und hallo hier direkt vor dem Stand mit Hol dir deinen Gamescom DocTech. Mit wem bin ich hier? Lyssa und Carina, das ist meine Schwester. Okay. Was hast du jetzt hier gerade gemacht? Wir haben uns diese Marken gekauft, vorhin eben. Okay, was steht da drauf? Unser Gamername, meiner ist Erbrin und ihrer ist Dragonwolf und eben das Gamescom-Tag, ne? Okay. Was hast du für den Spaß bezahlt? 15 Euro. Und war es dir wert? Ja, auf jeden Fall. Was spielst du denn hauptsächlich für Spiele? Woods of Magic. Okay. Und sie spielt eigentlich alles. Okay. Ja, genau. Nee, wie gesagt, bist du das erste Mal auf der Gamescom hier? Nee, das 5. Mal, immer gewesen. 5. Mal, und macht dir Spaß? Ja, am Anfang war es besser. Also das erste Jahr, zweite Jahr war geil und jetzt nimmt langsam ein bisschen ab, wobei sie jetzt im 5. Jahr echt wieder gut angehoben haben. Woher kommst du? Aus Unna, also Nordrhein-Westfalen, Nähe Dortmund. Das ist ja gar nicht so weit. Richtig, eine Stunde Fahrt, anderthalb. Okay. Übernachtet ihr auch hier oder bleibt ihr? Nee, wir fahren wieder nach Hause. Also sie ist alle Tage hier, ich bin nur einen Tag hier und sie hat eine Wohnung hier in Köln, das geht dann. Okay. Was habt ihr sonst noch hier so gemacht? Hauptsächlich Spiele geguckt, T-Shirts abgegriffen, ne? So ein Zeug. Ja. Was habt ihr alles so bekommen? Final Fantasy T-Shirt, Ventilator, Sticker. Ja. Ja, was halt so hier so rumfliegt, ne? Genau. Irgendwelche Besonderheiten, irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat hier? Ich find's super, dass Square Enix wieder einen Riesenstand hat. Ich find's gut, dass Nintendo wieder da ist. Und ja, einfach die Atmosphäre, ne? Es ist ein bisschen doof, dass jetzt sogar Donnerstag so mega voll ist, aber ansonsten cool. Na gut, vielen Dank nochmal fürs Interview und viel Spaß auf der Gamescom, gell? Ja, gleichfalls. Ciao.
So, wir sind jetzt hier direkt vor dem Stand von FIFA 14. Mit wem bin ich hier? Laurenz. Und wo kommst du her? Oberhausen. Gut, und du hast jetzt FIFA 14 gespielt. Wie ist es so? Das ist ganz cool. Ein bisschen schwieriger als vorher, aber macht Spaß. Welche Konsole oder welchem, was hast du gespielt? Xbox habe ich gezockt. Spielst du normal auch Xbox, oder? Ja, genau. Okay, und jetzt irgendwelche Unterschiede zum alten FIFA? Ja, noch schwer zu sagen nach dem ersten Mal spielen, ne? Aber auf jeden Fall ein bisschen schwierige Ballannahme, noch schwerer und sonst ein bisschen langsamer auch geworden, finde ich wieder. Ja. Okay. Aber ist nicht schlimm, das ist ein bisschen realistischer auf jeden Fall. Würdest du es hier kaufen oder hast du es schon vorbestellt? Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, ja. Und wegen Dortmund, ne, ist klar. Bundesliga. Ja. Ja. Hast du die anderen Teile auch schon alle gespielt? Ja, die davor habe ich auch alle gezockt und immer wieder geil, FIFA, auf jeden Fall. Irgendein Favoriten von denen oder ist es einfach so generell alle bisher gut gewesen? Wir waren alle bisher ganz gut, aber FIFA 13 war bis jetzt der beste, fand ich auf jeden Fall, der letzte. Okay. Ist es jetzt eigentlich so das Genre, was du hauptsächlich spielst oder spielst du auch andere Spiele? Ne, ist schon eher FIFA, weil so mit so Ego-Shootern und so komme ich nicht zurecht und macht mir auch nicht so viel Spaß. Ich spiele auch selber Fußball, von daher passt mir FIFA schon sehr gut. Welche Verein spielst du? TuS Buschhausen. Schöne Grüße übrigens, wenn ihr das seht. So, erster normalsterblicher Tag für die Messebesucher hier auf der Gamescom in Köln. Und ja, der Tag war anstrengend, aber auch aus journalistischer Sicht sage ich mal sehr interessant für uns. Und hier, Daniel, was ist dein Statement heute zum heutigen Tag? Heutiger Tag, sehr geil, sehr voll. Ich bin durchnässt mit Schweiß, meine Füße tun mir weh wie Sau. Geiler Tag, leider für mich auch schon der letzte heute. Ich werde nämlich morgen wieder abreisen, morgen früh. Wie gesagt, saugeil und immer schön Kurs auf UTV schauen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Finde ich auch schade, dass es heute sein letzter Tag ist. Aber morgen geht es natürlich für euch weiter bei uns hier. Ja, mein Statement, genauso. Bin auch fertig wie Hund. Wir haben auch noch verpennt heute noch, kommt noch dazu, soll er vielleicht auch wissen. Wir wollten ja heute früh, oder wir haben es ja noch geschafft, den Eintritt von den ganzen Besuchern zu filmen. Aber ihr wollt einfach gar nicht wissen, wie das dazu gekommen ist. Wir haben auf jeden Fall verpennt und haben unterwegs gefrühstückt. So, jetzt gebe ich dir nochmal das letzte Wort und ich würde sagen, und dann sehen wir uns einfach morgen wieder und schaltet einfach wieder ein. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Gamescom oder auf dem Videoday, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja genau, also wie gesagt, erster offizielle Tag hier, Hammer voll, die Beine tun weh, es war viel Gedränge, es war laut, es war heiß in den Hallen, es war sehr anstrengend, viel neue Kontakte geknüpft und viel erfahren, echt geil, einfach nur eine Empfehlung und jederzeit wieder. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, deswegen ciao, bis zum nächsten Mal.